Es war einmal ein Haus. Da wohnten drei Personen drin. Eine wunderschöne Frau, ein Tennisschläger und der Blinde. Eines Tages duschte die Frau. Da klopfte es. Wer ist da? Ich bin's, der Tennisschläger. Die Frau nahm sich ein Handtuch und ging zu. Gute Neuigkeiten, wir haben heute das WM-Spiel gewonnen, sagte der Tennisschläger. Da ging die Frau wieder duschen. Doch es klopfte. Herein! Wer ist denn da? Ich bin's, der Blinde. Die Frau wusste, dass er blind war und ging nackt zur Tür hin. Hallo! Oh, er sagte, oh, gute Neuigkeiten. Ich kann wieder sehen.